Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. In diesem Zitat ist wichtig, den Begriff progressive Universalpoesie näher zu betrachten. Die Universalpoesie schließt jegliche Form ein und ist progressiv. Das heißt, sie erneuert sich immer wieder, erweitert sich und hat zu keinem Zeitpunkt dieselbe Gestalt. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfühlen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Schlegel proklamiert, dass es für ihn keine getrennten Gattungen gibt. Die Universalpoesie will Getrenntes und Heterogenes vereinigen, vermischen und verschmelzen und dabei die herkömmlichen Gegensätze von beispielsweise Kunst und Leben vereinigen und aufheben. Dabei spielen auch Witz und Ironie eine besondere Rolle. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom größten, wieder mehrere Systeme in sich enthaltene Systeme der Kunst bis zu dem Seufzer, dem Kuss, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosem Gesang. Die Kernaussage hierbei betrifft wiederum die Universalität. Die Universalpoesie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom Kunstsystem hin bis zur schlichten Lebensäußerung. Die Poesie kann immer nur Welt- und Ich-Darstellung zugleich sein und ist bestimmt durch die Relation von Dargestellten und Darstellendem. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, dass man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren, sei ihr eins und alles. Und doch gibt es noch keine Form, die so dazu gemacht wäre, den Geist des Autors vollständig auszudrücken, sodass manche Künstler, die nur auch einen Roman schreiben wollten, von ungefähr sich selbst dargestellt haben. Nur sie kann gleich dem Epos, ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Für Schlegel funktioniert die Poesie durch ein Wechselspiel von Außen und Innen, Einzelnem und Ganzen. Die Universalpoesie kann im Gegensatz zu Werken der Antike nie abgeschlossen sein, denn sie ist laut Schlegel ja progressiv. Sie kann nie Klassizität erreichen, sondern lediglich die Aussicht darauf.